prima. Und herzliche Grüße in die große Runde. Auch ich freue mich natürlich über das Interesse quer durch die Republik und darüber hinaus ja auch. Ich bin guter Dinge. Ich bin von Berlin aus zugeschaltet. Da ist das Wetter zwar durchwachsen, aber ein kleines Geheimnis darf ich Ihnen verraten. Ich habe gerade meine erste Impfung bekommen können. Das heißt, es geht voran einerseits. Andererseits natürlich, das wissen wir alle, wir sind ja noch mittendrin in dieser anstrengenden Pandemie und das wird natürlich auch viele Bezüge in meinem Vortrag zur aktuellen Corona-Situation geben. Herzlichen Dank für die Einladung, auch für die nette und freundliche Vorstellung. Zu meiner Person sage ich jetzt gar nichts mehr, sondern ich möchte gleich loslegen, in wenigen Minuten dann auch mit Folien, aber zunächst einleitend ein bisschen auch ohne gleich auf Folien zurückzugreifen. Die Kinder im letzten Jahr, es dauert ja tatsächlich jetzt schon über ein Jahr, haben, wie wir alle wissen, massive Einschränkungen ihrer Rechte, ihrer Möglichkeiten im Alltag hinnehmen müssen. Und die interessante Frage, die sich ja damit stellt, war das immer berechtigt? War es notwendig? War es unvermeidlich? Oder erleben wir auch unberechtigte Beschränkungen von Kinderrechten, vielleicht sogar so etwas wie ein Rollback, ein Rückschritt in dem, was wir schon erreicht haben, auch ganz praktisch in den Kitas. Sie wissen das alle. Beispielsweise können die offenen Gruppen nicht mehr stattfinden. Also die sogenannte offene Arbeit musste zurückgefahren werden, hin wieder zu festen, überschaubaren Gruppen oder auch der informelle Austausch mit den Eltern. Also das, was wir so Tür- und Angelgespräche nehmen, hat ja nicht mehr oder kaum mehr, nicht mehr so wie zuvor jedenfalls. Zutrittsverbote, das sind das Stichwort, dass Eltern nur nach außen ihre Kinder, also im Außenbereich ihre Kinder abgeben können. Aber auch im Alltag selbst gibt es, wie wir alle wissen, viele Einschränkungen. Und das wird ein großes Thema sein, Kinderrechte in der Corona-Zeit. Kinderrecht und Partizipation ist der Haupttitel. Aber eben auch der Bezug zur besonders herausfordernden Situation gegenwärtig wird von mir natürlich angesprochen werden. Vielleicht gleich vorneweg, natürlich kritisiere auch ich vieles, was auch von der großen Politik hier entschieden worden ist mit Bezug zu Kindern, dazu gleich ein bisschen genauer noch. Aber ich würde auch sagen, Krisen sind immer auch Chancen. Also das berühmte chinesische Schriftzeichen für Krise bezeichnet eben sowohl Gefahr als auch Chance. Und ich glaube, wir sollten alles tun, auch dass wir die Chancen nutzen. Auch darauf wird mein Vortrag versuchen einzugehen. So, jetzt rufe ich doch mal gleich meine Folien auf, dass Sie da auch ein bisschen schauen können, parallel zu dem, was ich hier gleich Ihnen darstelle, und muss noch den Vollbildmodus einstellen, was mir jetzt gerade auch gelungen ist. Sie sehen hier nochmal den Titel Kinderrecht und Partizipation und einen Obertitel Kindgerechter Umgang in der Covid-19-Pandemie. Was den Ablauf heute betrifft, so will ich mit einem kleinen Rückblick starten. Wie ist das eigentlich gelaufen im letzten Jahr auf Kinder bezogen, insbesondere auf junge Kinder bezogen? Wie wurden Kinder gesehen, gesellschaftlich, aber eben auch politisch? Wie hat sich das übrigens auch interessanterweise verändert? Welche Phasen in dieser Corona-Zeit gab es eigentlich mit Bezug zu Kindern? Das wird der erste Punkt sein. Dann habe ich einige Belastungen für Kinder in diesen Monaten zusammengestellt, natürlich auch verbunden mit Einschränkungen von Kinderrechten. Ein dritter Punkt wird dann sein, dass ich Ihnen dieses berühmte Gebäude der Kinderrechte vorstellen möchte, insbesondere auch den Vorrang des Kindeswohls und das, was wir Kinderrechtsansatz nennen. Es wird dann ein vierter, fünfter und sechster Punkt geben, wo ich die drei großen Bereiche der Kinderrechte, nämlich die Schutz-, die Förder- und die Beteiligungsrechte vorstellen möchte. Jeweils übrigens auch mit kurzen Fallvignetten, damit das plastisch wird. Und da ja der Schwerpunkt auf der Partizipation liegen soll, werde ich zum Thema Beteiligung besonders ausführlich darstellen. Und es wird dann einen siebten Punkt geben, wo ich Kita und Corona, was Teams jetzt hilft, auf zwei Folien einmal zusammengestellt habe, was aus meiner Sicht jetzt besonders wichtig ist,
denn wir müssen den Blick natürlich vor allem auf die nächsten Wochen, Monate und auf die Zukunft insgesamt richten. Soweit zum Programm. Und es geht los mit Umgang mit Kindern während der Covid-19-Pandemie. Nach meiner Beobachtung können wir ungefähr 4 Phasen unterscheiden, die sehr interessant sind, im Ablauf einmal sich vor Augen zu führen. Wir hatten eine erste Phase, die ist jetzt schon ziemlich genau ein Jahr alt, nämlich nach dem ersten harten Lockdown, der nach meiner Erinnerung ja am 16. März 2020 stattgefunden hat, hatten wir ungefähr einen Monat vollständige Schließung von Kitas und übrigens auch von Schulen. Es gab gewisse Notbetreuungsmöglichkeiten, aber das lief noch ziemlich ungeordnet. Im Wesentlichen ging es darum, erstmal alles zumachen. Das heißt, wir haben einen Vorrang des Gesundheitsschutzes im Blick gehabt und Kinder waren wesentlich auf ihre enge Familie, also auf die Kernfamilie, das heißt mit den Eltern und manchmal auch Geschwistern verwiesen. Aus meiner Sicht rückblickend in gewisser Hinsicht nachvollziehbar, weil wir damals einfach vieles noch gar nicht wussten. Wir hatten die schrecklichen Bilder aus Italien und anderen südeuropäischen Ländern vor allem vor Augen. Wir wussten noch nicht genau, wie ansteckend dieses Virus ist, welche Ansteckungswege hier eigentlich bevorzugt werden, welche Rolle Kinder hier spielen. Das war damals noch sehr wenig, auch wissenschaftlich wenig erforscht. Sie erinnern sich vielleicht, dass anfangs ja nicht mal etwas von Masken gehalten wurde. Wir wussten einfach noch sehr wenig darüber. Aus meiner Sicht nachvollziehbar, dass eine Gesellschaft und auch die Politik dann den Impuls zunächst einmal entwickelt, unsere Kinder zu schützen. Und zwar so gut es irgend geht, das heißt auf Kontakte fast gänzlich zu verzichten, jedenfalls außerhalb der engen Familie. Das hat sich geändert. Es gab eine zweite Phase, ungefähr Mai bis Juli 2020. Wir hatten die berühmten Teilöffnungen. Und die langen Debatten über die Familien, also insbesondere die Eltern, die als Berufstätige, zum Beispiel im medizinischen Bereich oder bei der Feuerwehr oder in der Verwaltung, als systemrelevant galten. Nach meiner Beobachtung, vor allem jetzt im Rückblick, ging es, wenn es um Kinder gegangen ist, eigentlich vor allem darum, sie in Anführungszeichen wegzuorganisieren. Sie standen der Verbindung von Berufstätigkeit und Familienleben im Wege sozusagen, wenn sie zu Hause waren. Und das war insbesondere bei manchen Berufen höchst problematisch. Das heißt, nicht die Interessen von Kindern selbst, also ihre Rechte, ihre Ansprüche standen im Mittelpunkt, sondern sie störten gewissermaßen bei der Ausübung der Berufstätigkeit, eben insbesondere sogenannter systemrelevanter Berufe, und wurden dann und mussten gewissermaßen organisiert werden durch die Notbetreuungssysteme, die sich in den Kitas aufgebaut haben. Um vielleicht deutlich zu machen, dass das nicht die einzige mögliche Reaktion gewesen ist, und Sie merken schon, da setzen so erste Kritikpunkte von mir an, will ich Ihnen ganz kurz ein Beispiel schildern einer Kita, die sich dem nicht gefügt hat. Die haben nämlich argumentiert, dass es nicht einzusehen ist, aus kindlicher Perspektive, dass der Sohn oder die Tochter eines Chefarztes, Stichwort systemrelevant, ein Recht hat, die Kita zu besuchen und die Kinder einer alleinerziehenden Mutter, die im 7. Stock eines Hochhauses lebt, nicht diese Möglichkeit hat. Das fanden sie aus Kindessicht nicht vertretbar. Sie haben natürlich jetzt nicht sich gegen die Vorgaben auflehnen dürfen und sie haben die auch beachtet, aber schon damals eine Kita im Land Brandenburg hat gesagt, machen wir nicht mit, wir machen 2 Schichten, das heißt die eine Hälfte der Kinder bis 12 Uhr, die zweite Hälfte eben am Nachmittag. Und für die Kinder, die wirklich Eltern haben, die systemrelevante Berufe wahrnehmen, richten wir zusätzlich dann, wenn es zu Konflikten kommt, eine Notbetreuung ein. Sie haben sich ganz schön angelegt mit der Kommune, aber sie haben sich durchgesetzt, sie hatten die Eltern auf ihrer Seite. Ich will damit sagen, dass wir sehr schnell auch konfliktreiche Entscheidungen hatten, die nicht so unbedingt hätten ausfallen müssen, sondern wo mit etwas Fantasie und ein wenig Geld natürlich in die Hand genommen, durchaus auch Alternativen denkbar gewesen wären. Auch vielleicht nochmal zur Erinnerung, die Sperrung von Spielplätzen fand ich bereits damals nicht, also kindgerecht sowieso nicht, aber auch nicht alternativlos. Sie erinnern sich noch an die Flatterbänder.
die um die Spielplätze, die öffentlichen Spielplätze gehangen haben. Auch da wären durchaus, auch mit dem Wissen, was wir dann im Frühjahr bekommen haben, Alternativen denkbar gewesen. Zum Beispiel, dass es zwar eine gewisse Betreuung der Spielplätze gibt, um zu verhindern, dass da übervolle Andrang herrscht, aber es wären auch Alternativen möglich gewesen, vor allem weil wir wissen, wie wichtig vor allem Bewegung und eben auch das Spiel von Kindern, insbesondere auch im Freien, ist. Dann hatten wir eine dritte Phase, die ich ungefähr mit dem neuen Kita-Jahr, also mit Beginn des Kita-Jahres 2020, 2021 ansetzen würde. Ich weiß noch ziemlich genau, es war unsere Bundeskanzlerin in der zweiten Augusthälfte, die gesagt hat, sie habe erkannt, wie wichtig die Kita, aber natürlich auch die Schule für die Kinder ist, und zwar als Bildungseinrichtung. Das war das große Thema. Das heißt, der Politik wurde klar, dass hier gravierende Bildungslücken entstehen können für die jüngeren Kinder, aber auch bei den älteren Kindern. Und ihre Aussage dann Mitte August war, wir sollten die Kitas und die Schulen als Letzte schließen und als Erste öffnen. Das war die politische Aussage August 2020 und eine dritte Phase begann, wo weitgehend und solange es irgendwie verantwortbar war, bis zur zweiten Welle dann, als es ja wieder zu den Restriktionen gekommen ist, die Kitas und Schulen in ihrer Bedeutung gesehen wurden. Aber so würde ich einschränkend sagen, Kinder wurden eigentlich nur als Objekte von Bildung gesehen. Also die Schüler und Schülerinnen, nicht die Kinder insgesamt als Persönlichkeiten und auch im frühkindlichen Bereich, nicht alle Interessen und Bedürfnisse von Kindern standen gleichrangig im Raum, sondern insbesondere das Thema Bildung wurde fokussiert. Natürlich ein sehr wichtiges Thema, aber Kinder sind nicht nur zu bildende Menschen, da spielen ja auch ganz viele andere kindliche Bedürfnisse eine große Rolle. Dann Gesellschaft lernt. Es gab eine vierte Phase, die ich ungefähr mit dem neuen Jahr, mit Beginn dieses Jahres, also Januar 2021, datieren würde. Und das, was schon durchaus einige Monate vorher sich auch in einigen Studien andeutete, wurde jetzt auch in der Politik und auch in der gesellschaftlichen Diskussion bemerkt, dass nämlich es nicht nur um das Thema Bildung geht bei den Kindern, sondern dass auch die gesundheitlichen Belastungen, und zwar insbesondere die seelischen Belastungen der Kinder, enorm sind, eben durch diese massiven Restriktionen, die wir erlebt haben. Um nur eine Studie zu nennen, die COPSI-Studie, also COPSI ist eine Abkürzung, Corona-Psyche-Studie des UKE in Hamburg, also des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf, kam zu dem Ergebnis, dass jedes dritte Kind psychische Auffälligkeiten in Deutschland, und zwar in dieser Corona-Zeit, das ist enorm viel, 33%. Zum Vergleich, vor der Corona-Zeit, auch da gab es Untersuchungen des entsprechenden Universitätsklinikums. Die sogenannte Bella-Studie hat herausgefunden, dass ungefähr ein Fünftel der Kinder psychische Auffälligkeiten, sei es behandlungsbedürftig, sei es mit großen Risiken versehen haben. Und von einem Fünftel ist inzwischen ein Drittel der Kinder geworden. Das ist eine deutliche Steigerung und das kam bei der Politik ein Stück weit jedenfalls an. Und seitdem werden Kinder doch umfassender diskutiert, insbesondere eben auch die Gesundheit, die seelische Gesundheit, aber auch beispielsweise Spiel- und Freizeitbedürfnisse, vor allem auch das Bedürfnis von Kindern mit anderen Kindern zusammen zu sein, spielt jetzt eine größere Rolle. Es könnte, so würde ich sagen, eine fünfte Phase geben, aber in der sind wir noch nicht. Ich hoffe, wir erreichen sie. Deswegen hier ein Fragezeichen. Kommen wir überhaupt dahin? Die davon geprägt sein sollte, das ist meine Hoffnung, dass die Anerkennung und auch pandemiegerechte Verwirklichung, mir ist natürlich klar, dass wir nicht ohne Restriktionen auskommen, aber es muss gerecht und zwar auch kindgerecht zugehen, der vielfältigen Schutzforderung und Beteiligungsrechte der Kinder und vor allem auch des Vorrangs des Kindeswohls ein selbstverständliches Kriterium sind für die großen politischen Entscheidungen. Das heißt, dass beispielsweise, um nur mal ein Thema zu nennen, Frau Giffey, unsere Kinderministerin, selbstverständlich zum engen Krisenkabinett gehört und dass der Vorrang des Kindeswohls bei den großen politischen Entscheidungen selbstverständlich, wie eben auch die Fußball-Bundesliga oder andere, vor allem wirtschaftliche Erwägungen, die eine große Rolle spielen, hier ebenfalls in die Abwägung Eingang finden. Da sind wir noch weit entfernt von.
Es gibt ein paar Hoffnungszeichen. Ganz zum Schluss werde ich nochmal darauf zurückkommen. Vielleicht haben Sie es medial verfolgt, dass jetzt auch wieder ernsthaft darüber verhandelt wird, die Kinderrechte ins Grundgesetz aufzunehmen. Wir sind relativ weit, leider noch mit ungenügenden Formulierungen. Es könnte sein, dass wir vor der Bundestagswahl im September dieses Jahres hier noch zum Ergebnis kommen. Mal schauen. Das ist aber noch mit einem Fragezeichen versehen. Ich komme jetzt zu einem zweiten Punkt. Ich habe hier an der zweiten Folie einmal die Belastung von Kindern in diesem ungefähr ja einen Jahr lang dargestellt. Was wir manchmal vergessen, überhaupt sind ja die Erkrankten oder auch die an oder mit Covid-19 Gestorbenen nicht so sehr im gesellschaftlichen Interesse, gerade auch nicht, wenn es um Kinder geht. Aber machen wir uns nichts vor, Kinder bekommen sehr gut mit, wenn es im engeren Familienverwandten, Verwandtschaftskreis, auch auf der Großelternebene oder auf der engen Freundesebene oder auf der nachbarschaftlichen Ebene Erkrankungen mit Corona gibt oder eben auch Todesfälle gibt. Und das belastet selbstverständlich auch die Kinder, übrigens auch junge Kinder, haben feine Antennen, um das eben nicht ohne Folgen zu verarbeiten und mitzubekommen. Dann auch das ist Herr Maywald, darf ich Sie ganz kurz unterbrechen? Manchmal ist der Ton bei uns nicht so richtig gut. Es ist so ein bisschen unregelmäßig, also so ein bisschen abgehakt. Ich glaube, wenn Sie ein bisschen näher an das Mikro herangehen, wird es, glaube ich, wieder besser. Weil das jetzt auch gerade einige im Chat schrieben. Sonst hätte ich einfach gewartet, bis ich die nächste Frage stelle. Ich gehe ein bisschen näher ran und dann kriegen wir das hoffentlich hin. Notfalls könnte ich übrigens noch ein Headset, das müsste ich allerdings kurz holen. Dann müssten wir vielleicht so eine kleine Denkpause irgendwann einlegen. Aber ich gebe mir Mühe, dass jetzt straight auf das Mikro hin auszurichten. Aber bitte unterbrechen Sie mich, falls es solche Probleme gibt. Das ist unbedingt nötig, dass wir uns dann darüber verständigen. Super, ja, okay. Ein zweiter Punkt, die Angst vor Ansteckung und auch die Angst, andere anzustecken. Vielleicht, dass ich hier eine kleine Anekdote einbringe. Im November, also kurz vor dem zweiten Lockdown, habe ich in einem Bus in Berlin einige Kinder, sie waren ein klein bisschen älter, sie waren Grundschulalter, also so 6, 7 Jahre alt, vor mir sitzen gehabt, die sich darüber unterhielten, was sie denn jetzt nach der Schule machen würden. Und das große Thema war vor allem, wohin gehen wir denn eigentlich jetzt? Also zu wem von uns dreien gehen wir eigentlich? Und dann sagte ein Mädchen plötzlich, wenn mein Papa Corona kriegt, dann ist er eh tot. Das fand ich beeindruckend. Und zwar, wie sehr Kinder sich doch hier Gedanken machen, wie sehr sie sich verantwortlich fühlen. Meine Beobachtung ist übrigens generell, dass Kinder sich sehr diszipliniert, ganz überwiegend an die Vorgaben, an die hygienischen Vorgaben achten, aber eben auch, welche Schuldgefühle hier möglicherweise eine Rolle spielen können, wenn Kinder den Eindruck bekommen, dass sie verantwortlich dafür sind, dass es Erwachsenen schlecht geht, dass es sie erkranken können oder vielleicht sogar zu Tode kommen. Ich glaube, das können wir nicht unterschätzen, dass das auch auf Kinder einen großen Einfluss hat. Dritter Punkt, der Belastung, natürlich die Distanz von Angehörigen und Freunden, vor allem die physische Distanz, ganz besondere im Quarantänefall selbstverständlich. Also sprichwörtlich beinahe ja schon sind die Kontaktabbrüche zu den Großeltern, aber auch andere. Wir hatten ja lange die Diskussion sogar, dass Kinder nur eine Freundin, einen Freund besuchen können sollten. Das ist Gott sei Dank vom Tisch gewischt worden. Das hätte Kinder massiv beeinträchtigt. Aber auch jetzt ist es natürlich noch so, dass viele Kontakte, Kinder brauchen Freundinnen und Freunde, nicht möglich sind. Das ist natürlich eine hohe Belastung. Ich glaube, ich muss in dieser Runde nichts sagen zu den Einschränkungen von Bildungsgelegenheiten. Kita sind Bildungseinrichtungen. Das gilt natürlich auch für die Kindertagespflege, für andere Einrichtungen. Und hier gab es sehr unterschiedlich für manche Kinder massiv, insbesondere für die, die eben über Wochen und Monate gar nicht die Kita besucht haben. Und ganz besonders natürlich auch die Kinder, die sehr angewiesen sind auf die wichtige Rolle der pädagogischen Institutionen, weil zu Hause nicht so viel an Input, an Möglichkeiten der Vermittlung, der Unterstützung vorhanden sind. Alle Fachleute gehen davon aus, dass die Schere zwischen Arm und Reich, aber auch zwischen Bildungsarm und Bildungsreich und auch zwischen gesundheitlich benachteiligt und gesundheitlich in einer guten Position leben, deutlich durch diese Pandemie zunehmen werden, dass uns das noch viele Jahre auch im Anschluss beschäftigen wird. Die Beschränkung von Spiel- und Freizeitmöglichkeiten. Kinder sind, ich wiederhole es nochmals, nicht nur Empfänger von Bildung, sondern das Spiel, das auch eigenständige Spiel,
ist ein Grundbedürfnis jedes Kindes, übrigens auch gar nicht mal nur der jungen Kinder, auch der älteren. Und was es bedeutet, dass viele Spielmöglichkeiten, die Sportvereine, die Schwimmbäder, die Theater, die Musikschulen und so weiter, zum Teil ja schon ein Jahr lang nicht zugänglich waren, das wird uns auch noch lange beschäftigen, würde ich meinen. Ich habe das bewusst hier neben der Bildung aufgenommen. Dann die wirtschaftlichen Einbußen in der Familie. Vielen, gerade im pädagogischen Bereich, geht es relativ gut, weil die meisten nicht in Kurzarbeit sind. Aber vergessen wir nicht, wir haben einige Millionen in Deutschland an Familien, wo ein oder beide Elternteile in Kurzarbeit sind. Das ist zwar mit diesen 80-90% relativ gut abgefedert im Vergleich zu anderen Ländern, aber auch 80 oder 90% für manche Familien ist das schon richtig hart und mit massiven auch wirtschaftlichen Einbußen verbunden. Und natürlich ganz besonders auch die Selbstständigen. Und das sind ja nicht die größeren Unternehmen in der großen Zahl, sondern es ist das die kleine Kneipe um die Ecke. Es ist der kleine Musiker, der sich durchschlägt mit seinen freien Auftritten. Und das ist völlig weggefallen. Also viele sind wirklich hier. Und auch hier, die Kinder bekommen das mit. Sie haben unter den Einschränkungen zu leiden und bekommen auch die Diskussionen darüber selbstverständlich mit. Vorletzter Punkt, wir müssen auch davon ausgehen, dass in allen Familien zumindest Spannungen und Konflikte zugenommen haben. Also auch mir ist es gut bekannt, schon die Frage, wer schaut wann auf die Kinder und wer kann wann seine Homeoffice-Zeit nehmen und wie organisieren wir es über die Woche hinweg, führt unweigerlich zu erhöhten Spannungen und auch Konflikten. Natürlich nicht immer nur negativ. Ich höre auch von Familien, die sagen, gerade dadurch, dass wir uns mehr in die Augen gucken mussten und auch mehr aushandeln mussten, sind wir auch zusammengewachsen. Das kennen wir natürlich. Aber wir müssen auch davon ausgehen, dass bei einem zumindest kleinen Teil der Familien, dass tatsächlich auch massive Spannungen zugenommen haben und auch die Gewalt gegen Kinder in Form von körperlicher, seelischer, vor allem aber auch sexualisierter Gewalt zugenommen hat. Um es klar zu sagen, wir haben noch nicht belastbare Statistiken. Die Zahlen für 2020 sind einfach noch nicht jedenfalls auf Bundesebene veröffentlicht. Es gibt Hinweise schon, dass vor allem die seelische Gewalt zugenommen hat, nicht unbedingt die körperliche, sexualisierte. Da müssen wir noch abwarten, wie die Zahlen dann wirklich aussehen. Die Schwierigkeit besteht auch darin, dass es auf der Hand liegt, dass vor allem das Dunkelfeld zugenommen hat, weil ja die Einrichtungen, die auch eine gewisse Kontrollfunktion haben, also die im Blick haben, wie es einem Kind geht, zum Beispiel auch die Kita, eben gar nicht mehr in der gewohnten Weise funktionieren konnten. Auch das eine beunruhigende Entwicklung, Stichwort Dunkelfeldzunahme. Letzter Punkt, allgemein natürlich bekommen Kinder auch Zukunfts- und Existenzängste von Erwachsenen mit. Da nochmal auch auf die Erwachsenen bezogenen gibt es inzwischen eine Reihe von Studien mit dem Ergebnis, dass insbesondere Angst- und Zwangsstörungen zugenommen haben und ganz vorne dran die depressiven Verstimmungen oder auch manifeste Depressionen. Und auch das wirkt sich natürlich auf Kinder aus. So, ich komme jetzt zu dem, was Kinder an Ansprüchen haben, also zu den Kinderrechten. Das ist ja unser Hauptthema heute. Und ich habe bewusst mal so ein bisschen die Aufbruchsstimmung vor 32 Jahren hier mitgebracht, der Mauerfall, nämlich das Jahr 1989. Das war auch das Jahr der Verabschiedung der UN-Kinderrechtskonvention. Nur 11 Tage später in New York, und Sie sehen es rechts auf der Folie, wurde die Kinderrechtskonvention verabschiedet, einstimmig. Die meisten haben es erst mit Verzögerung mitbekommen, auch in Deutschland. Alles guckte nach Berlin und auf die politischen großen Veränderungen. Deutschland hat 1992 ratifiziert und sich damit ja auch verpflichtet, die Konvention innerstaatlich umzusetzen. Es war ein Meilenstein, der bis heute ja anhält. Vielleicht noch ein Hinweis. Hier sehen Sie übrigens das berühmte Gebäude der Kinderrechte. Das werde ich gleich noch ein bisschen genauer erläutern. Was viele nicht wissen, dass diese Kinderrechtskonvention in Deutschland geltendes Recht ist. Das heißt, es ist Gesetz, genauso wie das bürgerliche Gesetzbuch. Als einfaches Bundesrecht gilt auch die Kinderrechtskonvention. Allerdings steht sie unterhalb der Verfassung, wie jedes einfache Bundesrecht unterhalb der Verfassung steht. Das ist ein Problem noch und eines der Gründe, warum viele sich, auch ich, für die Verankerung der Kinderrechte im Grundgesetz einsetzen, was wir leider noch nicht haben. Sie sehen dort diesen Dreiklang Schutzforderung und Beteiligung und mit sehr unterschiedlichen Rechten. Kinderschutz ist nicht nur Gewaltschutz, sondern auch
Unfallschutz, Gesundheitsschutz, Privatsphäreschutz, Diskriminierungsschutz ist ein sehr wichtiges Kinderschutzrecht, Medienschutz fällt mir gerade noch ein und weitere Schutzrechte. Wir haben die Förderrechte mit dem Recht auf Bildung, dem Recht auf gesundheitliche Förderung, dem Recht auf soziale Sicherung und auch dem Recht auf Spiel. Es gibt einen eigenen Artikel, dass jedes Kind ein Recht auf Spiel, Freizeit, Ruhe, Erholung, künstlerische und kulturelle Betätigung hat, der Artikel 31. Ausschnittsweise waren das wichtige Förderrechte. Und wir haben die Beteiligungsrechte der Kinder. Darauf soll ja heute der Schwerpunkt liegen, nämlich dass Kinder das Recht haben, sich zu äußern. Nicht übrigens nur ihre Meinung zu äußern, sondern auch insbesondere bei jungen Kindern ist das ja wichtig. Die reden ja nicht in ganzen Sätzen, sondern sie zeigen körpersprachliche Signale. Mimik, Gestik spielt eine Rolle. Also die Sichtweise der Kinder, wie auch immer sie es ausdrücken können, sie haben das Recht, diese Sichtweise darzustellen und sie haben auch das Recht, gehört zu werden und dass ihre Sicht der Dinge angemessen, reif und altersangemessen auch berücksichtigt werden muss. So sieht es im Wesentlichen der Artikel 12, der wichtigste Beteiligungsartikel, vor. Dann haben wir ganz oben in diesem blauen Bereich der Kindeswohlvorrang, ein zentrales Kinderrecht. Viele sagen sogar das wichtigste Kinderrecht überhaupt, das nämlich bei allen Maßnahmen Kinder betreffend das Wohl, die Interessen der Kinder ein vorrangig zu berücksichtigender Gesichtspunkt sein müssen. Zum Beispiel auch bei politischen Entscheidungen während der Pandemie. Die Interessen von Kindern sind nicht der einzige, aber ein vorrangig zu berücksichtigender Gesichtspunkt. Im Rückblick, ich habe es schon angedeutet vorhin, war davon überhaupt nicht die Rede. Die Kindesinteressen waren nur ganz allmählich überhaupt ins Blickfeld gerückt. Und auch heute haben wir da noch viele Defizite zu beklagen. Ja, gleich noch der Vollständigkeit halber ganz unten in diesem roten Bereich einige sogenannte Verfahrensvorschriften, zum Beispiel, was sind überhaupt Kinder, alle Menschen bis 18 Jahre und ein paar andere Punkte, vor allem der Artikel 42, dass nämlich Kinder ein Recht haben, ihre Rechte zu kennen, die Verpflichtung zur Bekanntmachung der Kinderrechte, auch bei den Kindern selbst. Das nochmal umkreist hier der Vorrang des Kindeswohls, jetzt in diesen Corona-Zeiten, glaube ich, ganz besonders wichtig. Das Kindeswohlprinzip ist auch so etwas wie die Klammer für sämtliche Kinderrechte. Wichtig an dieser Stelle ist mir übrigens auch noch zu sagen, dass Schutz, Förderung und Beteiligung auf engste miteinander verbunden sind. Kinderschutz braucht Beteiligung und Partizipation braucht auch Kinderschutz. Wir wissen das. Wir wissen beispielsweise, dass Kinder, die ihre Rechte kennen, die wissen, dass sie nicht gehauen werden dürfen beispielsweise und die auch gewohnt sind, dass sie sich äußern können, dass sie ernst genommen werden, dass das Konsequenzen hat, wenn sie sich äußern, dass diese Kinder allein dadurch schon besser vor Gewalt geschützt sind. Und umgekehrt gilt aber auch, Partizipation braucht Kinderschutz, zum Beispiel, dass Kinder nicht gedrängelt werden, sich zu äußern. Das ist ein Recht und keine Pflicht der Kinder, beispielsweise im Morgenkreis, wenn ein Kind nichts sagt, einfach nur den Mund hält, dann ist das selbstverständlich genauso in Ordnung, als Kinder, die nur so übersprudeln und sich vielleicht sogar häufig in den Vordergrund drängen. Auch hier, das ist ja ein Aspekt des Schutzes, Beteiligung und Schutz und Förderung hängen sehr, sehr eng miteinander zusammen. Ich habe Ihnen hier noch eine Folie, ganz kurz zumindest, die Prinzipien des sogenannten Child Rights-Based Approach, also des Kinderrechtsansatzes. Hier eine Zusammenstellung von Save the Children, der weltweit größten Kinderrechtsorganisation, also nicht staatlichen. Das ist die Unteilbarkeit aller Rechte, also hier nochmal eben Beteiligung, Förderung, Schutz gehört zusammen, sind nicht teilbar. Die Universalität, das ist wirklich ein globales Menschenrechtssystem, diese Kinderrechtskonvention. Das ist für uns auch deshalb wichtig, weil wir ja viele Familien und Kinder aus allen möglichen Regionen dieser Welt haben. Egal, ob die Familie und die Kinder aus Weißrussland, aus Argentinien oder aus Afghanistan kommen. Es sind Länder, die die Kinderrechtskonvention ratifiziert haben. Es gibt nur eine einzige Ausnahme, die USA mit einem ganz speziellen politischen Hintergrund. Das heißt, wir können mit Fug und Recht sagen, das Land, aus dem Sie kommen, hat sich zu diesen Kinderrechten bekannt, obwohl es in vielen Ländern natürlich große Verwirklichungsprobleme gibt. Aber wir haben so etwas wie einen globalen Kinderrechtestandard eben ausgedrückt in diesen Menschenrechtsübereinkommen. Dann diese vier allgemeinen Prinzipien, Nichtdiskriminierung, Kindeswohlvorrang, Recht auf Leben und bestmögliche Entwicklung und auch die Beteiligung von Kindern sind sogenannte General Principles, die immer allgemeine Prinzipien, die immer bei Kindes,
kinderbetreffenden Entscheidungen berücksichtigt werden müssen. Und dann unten, die Kinder sind Rechtsträger, wir sind Pflichtenträger, also im Verhältnis zu Kindern jedenfalls. Das zeigt nochmal deutlich, dass es nicht um partnerschaftliche Verhältnisse geht. Es sind keine symmetrischen Beziehungen, sondern wir haben Macht über Kinder und erwachsene Macht, die auch übrigens unausweichlich, die auch sogar notwendig ist. Ein Kind könnte gar nicht gesund aufwachsen. Entscheidend ist allerdings, dass wir diese Macht, die wir haben und auch die Verantwortung, die wir damit natürlich verbunden haben, ausschließlich im Interesse der Kinder ausüben. So sieht es die Kinderrechtskonvention vor. Das ist modern verstanden, Elternverantwortung und übrigens auch die Verantwortung, die pädagogische Fachkräfte Kindern gegenüber haben. Ich komme jetzt ganz kurz nur auf diese drei jeweils großen Blöcke zu sprechen, nämlich Schutzförderung, Beteiligung. Bei der Beteiligung werde ich mich besonders intensiv dann mit beschäftigen, weil das heute ja im Vordergrund steht. Vielleicht ein kleiner Hinweis. Wenn wir in Deutschland von Kinderschutz sprechen, meinen wir meistens den Gewaltschutz, nämlich vor allem den intervenierenden Kinderschutz, Stichwort Kindeswohlgefährdung. Das ist ein sehr, sehr enges Verständnis. Wenigstens seit 2012, dem Bundeskinderschutzgesetz, haben wir den präventiven Kinderschutz, die sogenannten frühen Hilfen, mit hineingenommen. Das ist schon mal so eine erste Ausweitung. Ich bin aber sicher, dass wir in den nächsten Jahren ein weiteres Erweiterung dieses Verständnisses von Kinderschutz erleben werden, zumindest auf die Ebene sämtlicher Kinderschutzrechte, dass eben nicht nur Gewaltschutz, sondern die dort auch anderen aufgeführten Kinderschutzrechte im Blick stehen. Und vielleicht sogar, das ist allerdings noch ein bisschen Zukunftsmusik, werden wir Kinderschutz in mittlerer Zukunft auch als Kinderrechtsschutz verstehen. Das nämlich Kinderschutz bedeutet, alle Rechte der Kinder zu verwirklichen. Und dann sind wir wieder bei diesem Dreiklang von Schutz-, Förder- und Beteiligungsrechten. Ich habe mal ein kleines Beispiel mitgebracht, und zwar mal bewusst eins, was nicht auf familiäre Gewalt bezogen ist, sondern eher auf Fehlverhalten durch Fachkräfte. Das ist, glaube ich, ja ein immer noch vernachlässigter Bereich des Kinderschutzes, dass wir nicht nur auf die Familien schauen müssen, sondern auch bei uns selbst loslegen müssen. Wo verhalten wir uns problematisch Kindern gegenüber? Wo sind wir nicht kindgerecht in unserem Verhalten? Und damit verbunden übrigens auch hier wieder dieser Dreiklang von Schutzförderung und Beteiligung. Wo geht es um Selbstbestimmung eines Kindes? Wo müssen wir aber auch Kindern Nein sagen in bestimmten Situationen? Das sind ja die im realen Alltag besonders spannenden Themen. Ich habe hier bewusst mal eine Essenssituation herausgenommen. Ein Kind, was eben nachdem Zucchini geerntet worden ist, in einer tollen Aktion, die Kita hat richtig ein klasse Projekt gemacht, aber dieser Junge eben im Unterschied zu anderen Kindern will kein bisschen diese Zucchini kosten. Es schmeckt ihm einfach nicht und er sagt dann, ich mag nur Nudeln. Das habe ich dir doch schon gestern gesagt und daraufhin dann die Erzieherin, Gemüse ist gesund, wenn ich wenigstens probiert, bekomme ich auch keinen Nachtisch. Aus meiner Sicht, es kommt im Alltag ja gar nicht immer so ganz klar rüber. Es scheinen so kleine Bemerkungen zu sein, die vielleicht gar nicht so auffallen. Aber aus meiner Sicht ein klares No-Go bei der Frage, was ein Kind in sich hineinnimmt durch den Mund. Also ob es etwas ist, was von dem Angebotenen es ist und auch wie viel davon im Rahmen von Verteilungsgerechtigkeit ist. Aus meiner Sicht eine Frage der Selbstbestimmung des Kindes. Da haben wir gar nicht reinzureden und selbstverständlich ist es völlig in Ordnung, wenn ein Kind eben auch notorisch, auch über mehrere Wochen hinweg kein Gemüse essen möchte. Es gibt ganz wenige, ganz seltene Ausnahmen, wo sie sich vielleicht Sorgen machen müssen in Richtung Mangelernährung oder Fehlernährung oder auch, dass aus diätetischen Gründen etwas nicht gegessen werden darf. Aber das ist keine pädagogische Orientierung, sondern eine medizinische Indikation. In solchen Fällen müssen Sie natürlich die Eltern bitten, das klar anzugeben, medizinisch auch zu belegen und natürlich müssen Sie sich daran halten. Aber in der großen Zahl der Fälle, in den allermeisten Fällen, ist die Frage, ob ein Kind was isst und auch was davon, allein Entscheidung des Kindes. Hier spielen übrigens, wie Sie gleich merken, ja Schutzaspekte, aber eben auch Beteiligungsaspekte ja gleichermaßen eine Rolle. Ich komme zu dem mittleren Bereich, nämlich zu den Förderrechten. Und ich habe mir mal auch hier wieder nur ganz kurz, weil ich will vor allem bei Beteiligung dann ein bisschen länger verweilen, auch mal einen Bereich vorgenommen, den ich mit Kinderrechtsbildung beschreiben möchte, nämlich insbesondere
das Recht des Kindes bezogen, seine Rechte kennenzulernen. Ohne dass ich das jetzt leider länger ausführen kann, habe ich Ihnen mal ein paar Fragen mitgebracht, die ich mit Kindern erarbeitet habe. Zugegebenermaßen waren es ein kleines bisschen ältere Kinder, also 5, 6, 7 Jahre waren die meistens beim Übergang zur Schule im Rahmen solcher sogenannter Kinderunis, aber Fragen, die höchst spannend mit Kindern zu diskutieren sind. Beispielsweise habe ich Kinder gefragt, ob das eigentlich stimmt oder ob es nicht stimmt. Jedes Kind hat das Recht, ein Smartphone zu besitzen. Natürlich stimmt es nicht. Das ist rechtlich nicht korrekt. Das ist natürlich eine Sache der Eltern, das zu entscheiden. Aber es ist sehr interessant, mit Kindern diese Diskussionen zu führen. Und sie haben oft sehr gute Argumente. Wenn sie schon in der Schule sind und ein bisschen pfiffig sind, können sie zum Beispiel, diese Argumente habe ich dann immer wieder gehört, argumentieren, Moment mal, wir sind, wenn wir in der Schule sind, spätestens dann auf ein Smartphone angewiesen, weil wir gar nicht mehr wissen, wann die Schulzeiten sind, weil das heute nur internetbasiert vermittelt wird. Es gibt sehr spannende Diskussionen und es ist ein sehr gutes Feld, eben auch mit Kindern über Kinderrechte ins Gespräch kommen zu können. Oder eine andere Frage, hier allerdings auf die Schule bezogen. Kinder haben das Recht, während des Unterrichts auf die Toilette zu gehen. Stimmt das eigentlich oder stimmt es nicht? Es gab übrigens schon Rechtsstreits darüber und tatsächlich ist es ein Recht des Kindes, allerdings in der Praxis, in der Erfahrung vieler Schülerinnen und Schüler eben keineswegs selbstverständlich, dass ein Kind auch mehrfach auf die Toilette gehen kann, dass Lehrer und Lehrerinnen nicht das Recht haben, das zu verbieten, weil es ein Grundbedürfnis eines Kindes ist, ein ganz anderes Thema ist, wie die Toiletten aussehen. Aber auch darüber kommt man mit Kindern natürlich gleich schnell ins Gespräch. Natürlich ein Dauerthema. Sind eigentlich Kinder verpflichtet, im Haushalt der Eltern zu helfen? Das geht ja auch schon auf kleine Kinder. Muss ich eigentlich als Kind aufräumen oder vielleicht den Müll nach draußen bringen und so weiter oder den Tisch abräumen? Das gilt übrigens auch auf die Kita als eine interessante Frage. Da gibt es sehr unterschiedliche Meinungen auch unter den Kindern. Übrigens rein rechtlich ist es so, tatsächlich Kinder sind verpflichtet. Es gibt im bürgerlichen Gesetzbuch klare Vorgaben, dass Eltern und Kinder einander Beistand und Rücksicht schuldig sind und dass Kinder tatsächlich sogar eine Pflicht haben, nach Kräften natürlich, und es dürfen andere Rechte der Kinder, zum Beispiel eben auch das Recht auf Bildung und das Recht auf Freizeitgestaltung, nicht unangemessen eingeschränkt werden. Aber tatsächlich gibt es sogar diese Verpflichtung, im Haushalt zu helfen. Auch da haben wir immer spannende Diskussionen natürlich gehabt mit den Kindern. Bei den Jüngeren muss man es vielleicht ein bisschen anders noch gestalten. Nochmal, hier geht es um so 5-, 6-, 7-Jährige, aber vieles. Oder auch das ein sehr interessantes Thema. Wir wissen natürlich sofort die Antwort. Natürlich müssen Kinder Oma keinen Begrüßungskuss geben, wenn sie das nicht wollen. Aber Kinder haben oft, und da zeigt sich so auch ihr Loyalitätsgefühl, oft die Meinung, dass sie es müssten. Oder sie denken fälschlicherweise, dass sie doch Oma nicht wehtun dürfen. Sie ist doch so nett. Aber das finden sie eigentlich eklig, diese Schlabberküsse. Und es ist sehr, sehr spannend, mit Kindern über solche Fragen ins Gespräch zu kommen und in diesem Falle eben auch sie zu unterstützen und zu stärken. Das müsst ihr euch nicht gefallen lassen. Ihr könnt Oma sehr gerne haben und sie auch ganz lieb haben, aber ihr solltet Wege finden, eben auch, was für Kinder oft sehr schwer ist. Und man muss sie manchmal dabei unterstützen, wie das dann gelingen kann, auch zu sagen, dass sie das nicht möchten. Herr Maywald, ich unterbreche Sie noch mal ganz kurz. Ja. Also einmal, zwischendurch geht leider der Ton immer mal wieder ein bisschen weg. Wir hatten ja gesagt, ich melde mich dann noch mal kurz. Ja. Es kam eben auch der Wunsch im Chat von einem Teilnehmer oder einer Teilnehmerin, ich habe es gerade nicht mehr im Kopf, ob Sie ein kleines bisschen langsamer sprechen können. Okay, das kann ich machen. Ich richte es einfach mal weiter aus. Und es kam jetzt eben auch noch mal die Frage, also jetzt noch mal inhaltlicher Art, sind Kinderrechte eingeschränkt, wenn Eltern aus ethischen Gründen eine vegetarische Ernährung wünschen, das Kind im Kindergarten aber Fleisch essen möchte? Finde ich, schließt sich noch mal sehr gut an das Ernährungsthema. Ja, sehr spannendes Thema natürlich. Vielleicht zunächst, ich hatte in einer Berliner Kita dieses Thema in sehr konflikthafter Weise, auch unter den Eltern gab es sehr unterschiedliche Auffassungen. Wir haben daraufhin einen auf Ernährung spezialisierten Kinderarzt zu Rate gezogen und haben uns erstmal vegane und vegetarische Ernährung jetzt aus kinderärztlicher Sicht darstellen lassen. Da übrigens ist die Auffassung, also die medizinische Auffassung und ernährungsphysiologische Auffassung, dass vegetarische Ernährung, soweit sie ausgeglichen ist, völlig unproblematisch, auch bei sehr jungen Kindern unproblematisch ist. Das gilt nicht für vegane Ernährung, sondern hier müssen Eltern und natürlich auch Fachkräfte wissen, wir haben in Frankfurt am Main jetzt die erste rein vegane Kita aufgemacht gesehen,
dass so die medizinische Auffassung, es kann zu Mangelerscheinungen kommen. Das heißt, vegane Ernährung bei sehr jungen Kindern ist nur vertretbar unter zwei Bedingungen. Erstens mindestens zweimal jährlich kinderärztliche Abklärung. Und zweitens, Eltern müssen damit rechnen, dass es Nahrungsergänzungsmittel bedarf. Ob man das wiederum gut findet, dass die Kinder Pillen schlucken müssen, ist dann wiederum eine zweite Frage. Jetzt aber zu der Frage, wenn es innerhalb der Familie, also Eltern und Kinder, unterschiedliche Auffassungen gibt. Da würde ich folgendes Statement abgeben wollen. Natürlich sind die Fachkräfte zunächst angehalten, die Elternmeinung hier deutlich zu machen, dem Kind gegenüber auch darauf zu verweisen. Nicht die Kita möchte nicht, dass du kein Würstchen isst, sondern deine Eltern vertreten diese Meinung. Und es ist natürlich meine Aufgabe, das dir auch deutlich zu machen. Aber mir ist natürlich klar, dass das im wirklichen Leben, im Alltag, nicht immer 100% zu garantieren ist. Das würde ich übrigens auch den Eltern sagen. Sie haben ihr Kind in eine Kita gegeben, wo Fleisch angeboten wird. Also wenn dies so ist, es gibt ja inzwischen auch vegetarische Kitas. Aber wenn es so ist, dass Fleisch angeboten wird und auch den Eltern deutlich machen, übrigens kann man mit ihnen auch schlicht in ein Gespräch gehen, was raten sie uns denn, wie wir uns verhalten sollen? Sollen wir die Wurst aus dem Mund herausziehen? Das geht gar nicht, weil es eben auch wiederum eine Form gewalthafter Erziehung wäre. Wir können dem Kind das deutlich machen, was die Eltern hier an Auffassung vertreten, aber wir sind nicht in der Lage, in jedem Falle das auch tatsächlich zu verhindern. Wir bieten es an, die vegetarische Kost, aber sie müssen damit leben, wenn sie ihr Kind in diese Kita, wo es eben auch Fleisch als Nahrungsmittel gibt, geben, dass es hier auch zu für uns nicht dann handelbaren Konflikten kommt. Das würde ich immer auf die Eltern wieder rückbeziehen, aber in einer positiven und wertschätzenden Art und Weise. Eine vegetarische Ernährung ist eben durchaus voll kindgerecht und da muss man die Eltern auch bei unterstützen. Aber natürlich auch die Kinderrechte gegenüber den Eltern, wenn es zum Konflikt kommt, hier vertreten. Das geht ja schon bei den Gummibärchen los, wo dann eben Schweinegelatine mit drin ist. Sie kriegen das nicht 100% gebacken. Ansonsten müssten sich Eltern tatsächlich eine Kita, die das ausschließlich vegetarisches Essen anbietet, aussuchen. Ja, vielen Dank auch für diese spannende Frage. Und es zeigt übrigens, wie Kinderrechte in der Praxis dann so richtig interessant werden, auch unterschiedliche Aspekte eine Rolle spielen müssen. So, ich glaube auch aus Zeitgründen lasse ich mal so ein paar Dinge da weg, weil wir, glaube ich, jetzt relativ schnell zu diesem dritten Bestandteil, nämlich den Beteiligungsrechten, kommen sollten. Vielleicht hier nochmal ein kleiner, doch auch rechtlicher Hinweis. Die Kinderrechtskonvention ist ein wichtiger Bezugspunkt, vor allem eben ein internationaler. Aber wir haben auch auf EU-Ebene und auch auf deutscher Ebene, gesetzlicher Ebene, sehr wichtige Beteiligungsrechte von Kindern. Also in der Grundrechtecharta, ich lese es jetzt nicht vor, es nimmt zu viel Zeit weg, aber auch im BGB schon seit 1980 sind Eltern verpflichtet, bei Entscheidungen Kinder betreffend die Kinder zu beteiligen an diesen Entscheidungen. Zum Beispiel auch in welche Kita ein Kind geht oder in welche Schule dann später. Das sind ja sehr, sehr wichtige Entscheidungen. Natürlich altersbezogen, das ist ganz klar. Aber diese Beteiligungsrechte gibt es auch im Eltern-Kind-Verhältnis. Dann aber natürlich auch im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe gibt es diese Beteiligungsrechte der Kinder. Auch hier will ich jetzt nicht das im Einzelnen darstellen, nur pauschal deutlich machen. Es geht nicht allein um die Kinderrechtskonvention, sondern auch um deutsches Recht. Dann aber jetzt hier wieder in den pädagogischen Bereich hinein. Ich habe es schon mal so ein bisschen vorhin andeuten lassen. Ich finde bei Beteiligung die so interessante Frage, eben wo geht es wirklich um Selbstbestimmung des Kindes, gar nicht um Beteiligung, sondern um Selbstentscheid. Wo geht es um Partizipation, also um Mitbestimmung, um zumindest angehört werden oder auch um Mitentscheidungsmöglichkeiten des Kindes, aber wo eben auch um die Wahrnehmung erwachsener Verantwortung für die Verwirklichung der Kinderrechte. Vielleicht ein Beispiel hier schon mal angedeutet, Sie kennen es alle, es ist ein Klassiker, dass ein Kind bei niedrigen Temperaturen, weiß ich, bei 3-4 Grad plus im T-Shirt in den Außenspielbereich der Kita möchte, ohne sich eine Jacke anzuziehen oder wenn es noch kälter ist, ohne sich Mütze und Handschuhe anzuziehen. Das ist eines der Klassiker. Und es ist ein gutes Beispiel dafür, dass im wirklichen Leben eben oft unterschiedliche Kinderrechte eine Rolle spielen
und in eine kindgerechte, Stichwort Kindeswohl, Balance gebracht werden müssen. Einerseits immer nur 100% bestimmen zu wollen, was Kinder anzuziehen haben, ist sicherlich nicht kindgerecht. Denn natürlich haben auch in diesem Bereich Kinder hier Partizipationsrechte. Nicht jedes Kind fühlt sich in jedem Outfit wohl. Und auch das Wärmeempfinden und Kälteempfinden ist von Kind zu Kind ja auch unterschiedlich. Das ist die eine Seite. Andererseits haben natürlich Kinder auch ein Recht auf Gesundheitsschutz, Artikel 24 der Kinderrechtskonvention. Und es ist natürlich nicht amusing für Eltern, ein Kind mit einer Lungenentzündung am Ende des Tages in Empfang nehmen zu müssen. Selbstverständlich gibt es Situationen, wo sie sagen müssen, dass das nicht erlaubt sein kann. Und du musst dir etwas anziehen, weil ich eine Verantwortung habe, dass eben deine Gesundheit nicht geschädigt wird. Ich würde es immer so begründen, das nicht zu einem Machtspiel werden zu lassen, sondern immer eben mit den Interessen des Kindes zu begründen. Ich weiß natürlich, dass auch das nicht immer dazu führt, dass Kinder das sofort einsehen. Manchmal muss es ein hartes Nein geben. Das ist mir völlig bewusst. Aber natürlich sollten wir auch jedenfalls in Situationen, in denen das Kind dafür zugänglich ist, auch die entsprechenden Begründungen dafür parat haben. Ja, übrigens kann dieser Konflikt zwischen Selbst-, Mit- und Bestimmung, aber auch Erwachsenerverantwortung zu sehr zugespitzten Konflikten führen. Ich will Ihnen nachher gleich ein Beispiel dazu zeigen. Ich habe mal hier ein Zitat von Frau Wiesemann, Sonja Wiesemann, die Medizinerin ist und auch Ethikerin ist, Mitglied im Deutschen Ethikrat, Claudia Wiesemann, ich habe den Vornamen gerade verwechselt, die einmal Kriterien entwickelt hat, denen zufolge dem Willen eines Kindes sogar eine Veto-Funktion zukommen kann. Auch das natürlich im Einzelfall immer interpretierbar, aber ich will damit sagen, dass es auch in zugespitzten Konflikten manchmal zu sehr schwer abwägbaren Entscheidungen Kinder betreffend kommen kann. Ich will gleich übrigens ein Beispiel dazu auch anbringen. Beteiligungs- und Beschwerdeverfahren ist im Moment ein großes Thema in der Pädagogik, aus meiner Sicht vor allem im Alltag gefragt. Das ist eigentlich der wichtigste Bereich, nämlich die Feinfühligkeit oder die Sensitivität, das heißt die Signale des Kindes. Wir haben es mit sehr jungen Kindern zu tun, in der Tagespflege, in der Kita, oft ja noch nicht mal 1-2 Jahre alt, also auch noch gar nicht so sprachfähig. Das heißt, da kommt es sehr darauf an, dass wir in der Lage sind, über Feinfühligkeit, über Empathie, die Signale des Kindes wahrzunehmen, die einigermaßen richtig zu interpretieren und eben angemessen zu beantworten. Das ist übrigens die von Mary Ainsworth geprägte Definition von Feinfühligkeit. Das ist aus meiner Sicht der wichtigste Punkt von Beteiligung. Gar nicht so sehr die formalen Punkte, wie jetzt eine Kinderkonferenz oder ein Morgenkreis, die sind auch wichtig. Ich bin ein Anhänger davon. Aber die sind ja auch schon quantitativ viel weniger im Alltag verankert als eben der alltägliche Dialog mit den Kindern, wo selbstverständlich immer Partizipation des Kindes in eben diesem Dialog und in der Wahrnehmung des Kindes, im Austausch mit ihm, in der Interpretation seiner Signale und auch in der Berücksichtigung dessen, was Kinder uns mitteilen wollen. Der Alltag ist sicherlich das Allerwichtigste. Dann natürlich aber auch, jetzt bin ich beim dritten Spiegelpunkt, die Beteiligungs- und Beschwerdeverfahren, wenn es um tatsächlich auch formale Wege geht, die für Kinder nutzbar sind, aber auch natürlich für die Eltern nutzbar sein sollen. Bei Kindern ist auch hier wieder sehr viel Interpretation gefragt, weil ein Kind sagt meistens nicht, ich möchte mich beschweren. Das ist eher Erwachsenensprache, sondern es zeigt uns etwas oder es macht deutlich, das gefällt mir nicht und ich möchte das nicht mehr oder umgekehrt im Sinne sogenannter Ermöglichungsbeschwerden, dass Kinder uns sagen, wir sollten doch mal viel öfter in den Wald gehen. Ist ja auch eine Beschwerde. Eben, es ist zu langweilig und ich möchte nicht immer drinnen bleiben. Also es gibt die sogenannten Verhinderungsbeschwerden als Stoppzeichen formuliert und die Ermöglichungsbeschwerden, dass ich etwas verändern und optimieren möchte. Und hier würde ich sagen, muss es natürlich auch wieder im Alltag die Möglichkeit geben, solche Beschwerden zu äußern, aber auch etwas formalisiertere Eltern gegenüber bin ich übrigens ein großer Anhänger davon, auch schon bei der Aufnahme eines Kindes in die Kita das Thema Beschwerdeverfahren anzusprechen. Und der normale Beschwerdeweg ist ein extra anberaumtes Gespräch, dass wir also Eltern mitteilen, dass es sehr, sehr wichtig ist, wenn ihnen etwas nicht gefällt, das Essen schmeckt nicht aus ihrer Sicht oder sie finden, dass eine Erzieherin ihr Kind benachteiligt,
egal, ob diese Beschwerde berechtigt ist oder nicht, das muss ja erst geklärt werden. Jedenfalls sollte es ein extra anberaumtes, und zwar zeitnah extra anberaumtes Beschwerdegespräch geben. Übrigens gerade jetzt in Corona-Zeiten extrem wichtig, weil dieser informelle Austausch so eingeschränkt ist. Und wenn es kein persönliches Gespräch sein kann, dann eben über Video oder zumindest Telefon. Dann auch das noch ein wichtiger Punkt. Ich glaube, dass wir auch externe Beschwerdemöglichkeiten benötigen. Das ist ja das ganze Thema Ombudspersonen und Beschwerdestellen. Weil auch hier will ich mal ein bisschen aus meinen Praxiserfahrungen berichten. Wir immer wieder Eltern haben, und ich selbst habe solche Rückmeldungen von Eltern schon bekommen, zum Beispiel über E-Mails, dass sie mir sagen, mir gefällt etwas überhaupt nicht in meiner Kita. Aber, und jetzt kommt das, was dann beunruhigen muss, ich traue mich nicht, es anzusprechen. Ich traue es nicht der Erzieherin meines Kindes oder dem Erzieher meines Kindes zu sagen. Auch mit der Leiterin traue ich mich das nicht anzusprechen, weil ich Angst habe, dass das auf dem Rücken meines Kindes ausgetragen wird. Auch hier wieder, das kann unbegründet sein, es kann auch manchmal begründet sein. In jedem Fall müssen wir es ernst nehmen. Und das ist eben, sind so typische Fälle, wo es sehr wichtig ist, dass auch außerhalb des engen Kreises der Kita solche Beschwerden landen können und eben im Sinne von externen Beschwerdemöglichkeiten. Das ist übrigens ein Punkt, der über die geplante SGB-8-Reform ja auch gesetzlich verankert werden soll, dass zumindest auf Länderebene auch externe Beschwerdestellen eingerichtet sind. Allerletzter Punkt, wobei ich gesehen habe, dass jemand die Hand gehoben hat, da können wir gleich noch drauf eingehen. Aber wichtig ist mir auch, dass wir Beteiligung und Partizipation. Also vielleicht nur einen Satz und dann würde ich sehr gerne auch eine Wortmeldung hier mit hineinnehmen. Das belebt ja die Diskussion. Wichtig ist mir auch, dass wir gute Vorbilder sind. Und auch Kinder haben hier ein gutes Gefühl dafür, wenn in einem Team keine partizipative Kultur und von der Leitung kein entsprechender Führungsstil vorhanden ist. Dann ist es ja eher leeres Gerede. Und ich glaube, wir müssen bei uns anfangen. Deswegen auch dieser letzte Hinweis. Aber jetzt tatsächlich, es gab eine Wortmeldung. Sehr gerne. Ja, hallo. Ich mache mal eben die Kamera an. Christina Heimann-Splinter von der Landeselternvertretung Niedersachsen. Hallo. Ich würde jetzt tatsächlich zum Beschwerdeverfahren was sagen wollen. Wir sehen das nämlich tatsächlich ein bisschen kritisch mit der externen Beschwerde, weil der Dialog eigentlich gefördert werden muss. Also gerade in der Kita der Dialog gefördert werden muss. Und so ein Beschwerdeverfahren würde natürlich noch schneller dazu kommen, dass die Kommunikation mit den Erziehern vor Ort eigentlich gemieden wird, gerade weil man gerne anonym bleiben möchte und schneller zu diesem Beschwerdeverfahren gegriffen wird. Deswegen, also wir persönlich genießen das dann mit größerer Vorsicht. Und wir haben damals den Vorschlag eingebracht, dass wir es gut finden würden, wenn man dann zum Beispiel gehäuft Beschwerden von einzelnen Kindertagesstätten hat. Also dass zum Beispiel eine Kindertagesstätte mit 20 Beschwerden insgesamt auffällt, dass man dann erst tätig wird und nicht sofort mit dem Finger drauf zeigt und sagt, so hier hat sich eine Mutter beschwert, ihr müsst euch sofort kümmern. Vielen Dank, dass Sie diese Meinung klar äußern. Ich kann das auch nur unterstützen. Also auch ich würde natürlich und rate auch Eltern, zunächst mal alles zu versuchen, um die direkte Kommunikation, also vor allem natürlich mit der für das Kind zuständigen Fachkraft, aber auch mit der Leitung oder auch einem Trägervertreter. Das ist natürlich auch meine Haltung. Nur wir können unsere Augen nicht verschließen. Es gibt zugespitzte Konflikte, wo das nicht ausreicht. Und ich meine das ja auch nicht in einem Entweder-Oder. Also die Externen können ja die Internen nicht ersetzen. Das ist natürlich, bin ich voll auf Ihrer Seite. Aber wir müssen eben auch davon ausgehen und wir wissen es auch. Übrigens auch bei den Kindern ist es manchmal so. Es gibt Kinder, mir sind solche Fälle bekannt geworden, wo ein Kind sich nicht traut, seine Erzieherin anzusprechen. Oder auch gar bei der Leitung, das ist für aus Kindersicht sowieso schon ganz weit weg. Also nicht traut die Fachkraft, die für dieses Kind zuständig ist, wirklich darauf anzusprechen. Es hat einfach Angst, aus welchem Grund auch immer. Und es gibt ja auch manchmal Ängste, die eigentlich gar nicht sein müssten, aber die Kinder haben diese Angst nun mal. Und dieses Kind hat sich dann über Umwege, also zum Beispiel über seine Oma, beschwert. Also wir nennen es Beschwerde. Das Kind drückt es natürlich anders aus. Ich fühle mich da nicht mehr gut oder mir gefällt es nicht mehr und ich möchte nicht mehr in die Kita oder solche Dinge kommen ja dann von Kindern. Und über diesen Umweg, also quasi über eine externe Person, musste das dann wieder erst ins System.
Kita getragen werden. Aber nochmal, ich bin mit Ihnen insoweit völlig d'accord, dass natürlich die naheliegenden Wege zunächst mal gegangen werden sollten, dass wir aber auch für die konfliktreicheren Zuspitzungen aus meiner Sicht ergänzend externe Möglichkeiten zur Verfügung haben sollten. Dankeschön für die Frage nochmal. Genau, noch? Da sind wir auch alle selber mit beteiligt, dass wir das auch fördern, ne? Also sprich Leitungen auch immer darstellen oder auch zeigen, wir haben ein offenes Ohr. Also dementsprechend würde das dann auch gar nicht erst zu diesen Konflikten kommen. Ja, Sie haben natürlich recht, aber auch hier nochmal, bei bestem Willen kann es zu solchen Konflikten kommen. Das heißt, die Vorstellung, dass Beschwerdemöglichkeiten, die eben direkt und unmittelbar und nah dran sind, immer zu dem gewünschten Ergebnis kommen, die ist leider realitätsfremd. Es gibt eben auch diese Fälle, aus welchen Gründen auch immer, ob es nun bei den Eltern liegt, die ja auch manchmal selbst große Ängste haben oder manchmal auch tatsächlich unberechtigte Vorwürfe haben und darauf bestehen, sie zu äußern und dann nicht in der Lage sind, sich an die Erzieherin oder die Leitung zu wenden. Auch das gibt es. Und da muss es eben doch auch ergänzend verschiedene parallele Wege geben können. So jedenfalls meine Auffassung. Leider haben wir nicht viel Zeit, das noch zu vertiefen. Es ist ein sehr spannendes Thema, selbstverständlich. Ganz herzlichen Dank nochmal für Ihr Statement. Gibt es was weiteres vielleicht im Chat, wenn wir jetzt schon gerade so ein bisschen beim Dialog sind? Das hat für mich eigentlich immer Vorrang. Ja, eine Anmerkung war hier im Chat, da jetzt muss ich mal eben schnell hochschieben, weil ob Sie sagen würden, dass echte Partizipation immer auch ein Bewusstsein für diese Beteiligungsrechte voraussetzt, war eben nochmal eine Frage. Naja, das ist so eine Sache. Also ich weiß, dass es auch Menschen gibt, die nicht besonders formal gebildet sind, die keine pädagogische Ausbildung hinter sich haben, die aber wunderbar partizipativ mit Kindern zurechtkommen und sehr einfühlsam sind, sehr dialogorientiert. Also die Frage ging ja auf das Bewusstsein hin. Ich würde sagen, es spielen mehrere Komponenten eine Rolle. Tatsächlich auch Persönlichkeit spielt eine Rolle, also wie jemand in der Lage ist, sich auf Kinder einzulassen, dieses berühmte auf Augenhöhe zu gehen und sich in ein Kind hineinzufühlen. Das ist etwas, was ja auch nur ganz begrenzt gelernt werden kann. Man kann manches lernen und sollte es auch lernen, aber es ist nicht nur kognitiv vermittelbar. Das ist der eine Punkt, aber selbstverständlich liegt mir auch daran, dass Bewusstsein sich verändert, zum Beispiel, dass es zur Selbstverständlichkeit gehört, dass in den Fachkräfteausbildungen auch die Kinderrechte behandelt werden und eben Partizipation dort einen großen Stellenwert einnimmt. Also beide Seiten würde ich hier für wichtig halten. Okay, die Kollegin hat gerade noch mal ergänzt im Chat, dass sie auch eher noch mal das Bewusstsein bei den Kindern meint. Auch noch mal ein spannender Aspekt. Ja, nee, ich habe es auch eher so verstanden wie Sie, aber es ist ja noch mal spannend. Ja, auch hier würde ich sagen, also gerade wir haben es ja mit jungen Kindern zu tun, da geht es ja nicht darum, sie 7 Rechte auswendig zu lernen lassen. Das wäre nun wieder überhaupt nicht kindgerecht, sondern gerade bei jungen Kindern geht es vor allem um das gute Vorbild. Das heißt, die Kinder müssen die Erfahrung machen im Alltag. Ich werde ernst genommen, ich bin wichtig. Es hat eine Konsequenz, wenn ich mich äußere und das geht nicht so einfach in den Raum hinein. Und wenn mir etwas zu Leide getan wird, dann ist jemand da, der sich darum kümmert, der mich tröstet oder der auch darauf aufpasst, dass es nicht immer wieder passiert. Das sind ja eigentlich so die altersbezogenen Erfahrungen, wo Kinder ihre Rechte, wie wir es dann als Erwachsene nennen würden, kennenlernen. Wenn sie ein bisschen älter werden, natürlich ist auch dieser Begriff Rechte dann allmählich ja in den Sprachschatz der Kinder hineingehen. Übrigens ganz nebenbei ist ein sehr spannender Punkt. Ich habe 2 Jahre in Frankreich gelebt und im Französischen tatsächlich die in Anführungszeichen ganz gewöhnlichen Eltern verwenden diesen Begriff Recht anders als im Deutschen. Also wir sagen Kindern oft, du darfst etwas nicht. Also Beispiel, du darfst nicht dein Nachbarkind auf die Füße treten. Wir formulieren es in diesem Verbot- oder Erlaubnis-Jargon, während im Französischen interessanterweise von Eltern oft formuliert wird, tu as le droit oder tu n'as pas le droit, also auf Deutsch dann, du hast das Recht, etwas zu tun oder du hast nicht das Recht, etwas zu tun. Ich finde das deshalb bemerkenswert, weil dann nicht eine Machtposition der Erwachsenen, also wenn ich Kindern etwas erlaube oder verbiete, nehme ich ja vor allem diese Machtposition ein, sondern dass Kindern vermittelt wird, es gibt ein Recht
Und zwar, es gibt ein Recht, an das du dich zu halten hast, aber auch ich muss mich diesem Recht unterordnen. Das Recht ist gewissermaßen eine Klammer, die uns beide umfasst. Das ist nochmal eine andere Positionierung, die ich sehr, sehr spannend finde, wobei ich übrigens nicht behaupten würde, dass in Frankreich deswegen Eltern schon kindgerechter umgehen würden. Es ist erstmal eine rein sprachliche Unterscheidung. Über Jörg, anderes? Ja, hinsichtlich dem, womit Sie eben einleitend angefangen sind, bei dieser Antwort kam dann nochmal die Frage im Chat, ob das bedeuten würde, dass Krippenkinder keine Rechte haben. Natürlich haben sie Rechte. Also übrigens auch, wenn wir jetzt bei den Partizipationsrechten sind, das Beteiligungsrecht kennt keinerlei Altersgrenze, auch keine formalen Grenzen, übrigens auch nicht bei schwerwiegenden Entscheidungen. Selbstverständlich haben Kinder spätestens von Geburt an das Recht, sich zu beteiligen. Und sie haben auch das Bedürfnis dazu, also das Bedürfnis mitzumischen, wichtig zu sein, ist schon bei einem Neugeborenen spürbar und sichtbar. Dabei zu sein und Teil der Gemeinschaft zu sein, ist extrem wichtig. Es kommt darauf an, kindgerechte Antworten zu finden. Da sind natürlich die Alters- und Reifebedingungen unterschiedlich. Bei jungen Kindern eben vor allem durch das Verhalten, durch das gute Vorbild sein, bei etwas älteren Kindern allmählich natürlich auch der sprachliche Dialog viel bedeutsamer. Wobei ich übrigens auch meine, dass man mit Säuglingen sprechen sollte, weil sie werden ja in eine Sprache hineingeboren, auch wenn sie uns kognitiv noch nicht verstehen. Sprache hat ja auch eine sehr emotionale Bedeutung und das ist auch schon für Säuglinge, macht auch jede Mutter, jeder Vater. Wir sprechen mit Neugeborenen, obwohl wir wissen, dass sie es nicht verstehen. Aber es ist sehr, sehr wichtig, dass sie in dieses Sprachbad von Beginn an aufwachsen. Genau, und ich glaube, das passt auch schon, oder die Frage, die jetzt nochmal im Chat kommt, passt, glaube ich, auch ganz gut zu dem, was Sie ja auch uns heute noch mitgebracht haben. Es fragt nämlich nochmal eine Kollegin oder schreibt, dass sie sich freuen würde, nochmal mehr darüber zu erfahren, wie Kinderrechte und Mitbestimmung in Pandemiezeiten noch besser umgesetzt werden kann. Ja, ich habe, wie angekündigt, ja zum Ende hin noch zwei Folien, was jetzt wichtig ist in den Kitas. Da achte ich auch auf die Zeit drauf, dass wir da zumindest 10 Minuten noch am Gegenende dann dafür haben. Aber jetzt durchaus noch die Frage, gibt es noch Wortmeldungen oder Chatbeiträge, die wir jetzt behandeln sollten? Okay, jetzt kommt gerade noch mal eine Frage, die lese ich jetzt einfach vor, weil es jetzt einfach gerade passt. Das ist jetzt eher eine Frage, die geht an Sie. Das können Sie sich später nochmal angucken, ob Sie bereit wären, da etwas zu unterstützen. Und jetzt kommt nochmal die Frage, wie kann ich den partizipativen Gedanken meiner Kollegen sensibilisieren, wenn sie diesen Blick nicht haben, ist, glaube ich, gemeint. Ja, das ist eine sehr komplexe Frage, weil eben auch bei Fachkräften ganz unterschiedliche Ebenen hier angesprochen werden sollen. Eine wichtige Ebene ist, wie haben wir selbst eigentlich als Kind Beteiligung erlebt? Und das ist ja auch nicht immer bestens gelaufen. Also es spielt auch tatsächlich biografische Erfahrungen eine große Rolle. Ich beispielsweise wurde von pädagogischen Fachkräften zum Essen gezwungen in einem Erholungsheim und auch in der Kita, die ich besucht habe, lief nicht alles gut. Also ein Stück autobiografische Auseinandersetzung scheint mir sehr, sehr wichtig zu sein, die man ja auch professionell fördern kann. Dann aber natürlich das, was wir Aus- und Fortbildung nennen, eben über die selbstverständlichen Rechte. Es geht ja hier um Menschenrechte. Das muss man sich immer wieder vor Augen führen. Das ist nicht etwas, was ein Kind sich verdienen muss oder erst groß genug sein muss, um so etwas genießen zu können, sondern es geht um grundlegende Menschenrechte, die ja in dieser Kinderrechtskonvention formuliert sind. Übrigens auch alle anderen Menschenrechtskonventionen gelten für Kinder, aber hier eben spezifisch auf die besondere Situation von Kindern. Kinder sind keine kleinen Erwachsenen, Stichwort zugeschnitten. Das kann man kognitiv vermitteln. Und die dritte Ebene ist für mich vor allem Besprechen von Alltagssituationen. Ich finde, da können wir am meisten lernen. Also ich halte zum Beispiel sehr viel davon, wenn ein Team sich mal sehr bewusst mit pädagogischen Schlüsselsituationen wie dem Essen, den Pflegesituationen, den Ruhezeiten, den freien Spielsituationen beschäftigt und dann eben, das ist ja auch Aspekt übrigens dann eines sogenannten Schutzkonzeptes, was ist in Ordnung? Was ist nicht in Ordnung? Welche Verhaltensweise sind kindgerecht? Wo gibt es vielleicht gelbe Bereiche, wo es drauf ankommt, auf die einzelne Situation? Das halte ich für besonders lehrreich, weil wir dann sehr praxisnah uns mit diesen Fragen beschäftigen. Und ja, aus meiner Sicht ist das das größte Potenzial. Ganz spannend, hier wird noch im Chat darauf hingewiesen, dass die Kinderrechte in jeder Kita im Eingangsbereich aufgehängt werden sollten, auch in verschiedenen Sprachen, weil viele Eltern und Kinder vielleicht auch gar nicht wissen, dass es sie gibt. Ja, das ist ein guter Vorschlag. Ich kenne übrigens ein Jugendamt in Deutschland,
dass Eltern bei der Geburt ihres Kindes die Kinderrechte mitgeliefert hat. Also auch da gibt es ja noch viel Luft nach oben, weil tatsächlich die Bekanntheit auch noch sehr zu wünschen übrig lässt. Wobei Rechte natürlich auch mal ein bisschen formal formuliert sind. Also man müsste sie eigentlich mal so ein bisschen übersetzen dann und mit Eltern ins Gespräch kommen, aber auch mit den Fachkräften. Aber natürlich sind es gute Vorschläge. So, soll ich weitermachen? Ja, ich glaube, das ist gut. Also auch falls am Ende vielleicht noch Fragen dann aufkommen. Genau, dass wir noch eine Chance haben, ich gucke jetzt tatsächlich auf die Uhr. Ich glaube auch, ach, das ist übrigens nochmal diese Unterscheidung zwischen Verhinderungs- und Ermöglichungsbeschwerden. Ich erläutere das jetzt nicht mehr genauer, vielleicht eher zum Nachlesen. Es gibt übrigens vom UN-Kinderrechtsausschuss einen sogenannten allgemeinen Kommentar zu Beteiligungsrechten von Kindern. Und am Ende gibt es eine Liste mit Anforderungen an kindgerechte Beteiligungs- und Beschwerdeverfahren. Aber auch hier, das kriegen wir nicht mehr zeitlich hin, dass ich das jetzt genau im Einzelnen erläutere. Vielleicht eher der Hinweis, es gibt das und wer die Folien haben möchte, kann das natürlich dann auch ein bisschen genauer sich anschauen oder auch im Netz dann nochmal die Originalquelle sich ansehen. Also Sie sehen hier so einige Stichworte, dass Kinder über ihre Beteiligungsmöglichkeiten transparent informiert werden sollen, natürlich altersangemessen, ganz klar. Auch die Grenzen ihrer Beteiligungsmöglichkeiten sollten klar genannt werden, dass man ihnen auch nichts vormacht. Es gibt ja nicht alles, was über das Kinder auch mitentscheiden oder sogar selbst entscheiden können. Die Freiwilligkeit ist extrem wichtig, dass Kinder nicht gezwungen werden, sich zu beteiligen, sondern dass sie auch nicht sich beteiligen können. Das ist hier genauso gutes Recht. Respektvoll bedeutsam, dass es also auch wirkliche Entscheidungen gehen muss und nicht eine Spielwiese von als ob Tummeleien, sondern es muss wirklich bedeutsame Punkte geben. Dann aber auch die Gestaltung solcher Beteiligungsprojekte, die Inklusivität. Wir haben auch Kinder, die kaum oder nicht sprechen können oder die mit einer Beeinträchtigung, einer Behinderung aufwachsen oder andere Besonderheiten, zum Beispiel Kinder, die Minderheiten angehören oder sprachlich hier nicht dem Deutschen, des Deutschen so mächtig sind und so weiter und so fort. Dann auch Kinderschutz bei Beteiligung, dass wir aufmerksam sein müssen und auch, dass Kinder wissen sollten, was aus ihren Vorschlägen geworden ist, dass wir eine Rechenschaftspflicht haben, auch wenn es dazu geführt hat, dass sich beispielsweise ihre Ideen nicht durchgesetzt haben. Selbstverständlich, ganz in Kürze jetzt. So, das Beispiel kann ich leider jetzt nicht. Wir haben nämlich jetzt nur noch 10 Minuten. Ich würde jetzt gerne eben den Kreis ein wenig schließen und Kinderrechte und Corona gewissermaßen zusammendenken und jetzt vor allem in die nahe und manchmal auch weitere Zukunft schauen. Ich glaube, ganz besonders wichtig in der jetzigen Situation ist, dass wir auf uns selbst schauen. Das gilt übrigens auch in den Familien. Wenn es den Eltern nicht gut geht, wenn sie sehr gestresst sind, wenn sie nicht Möglichkeiten finden, auch sich auszusprechen, Ventile zu haben, auch Ausgleich zu haben. Ich weiß, wie schwierig das zurzeit ist. Das gilt aber auch für Teams. Wir sollten den Austausch suchen. Wir sollten gut auf uns selbst achten, uns nicht selbst, aber auch wechselseitig überfordern. Das sind, glaube ich, ganz, ganz wichtige Stichworte, Solidarität, aber eben auch bei uns selbst angefangen. Die Selbstfürsorge und das Selbstmanagement. Dann ein wichtiger Punkt, das gehört gewissermaßen ja hier noch dazu. Ich habe mehrfach jetzt erlebt, dass gerade in diesen Krisenzeiten, übrigens unabhängig davon, wie viele Kinder in die Kita kommen, sich Burnout-Prozesse gezeigt haben. Auch übrigens dadurch, dass die Grenzen zwischen Arbeit, Familie und persönlichem Leben, Freizeitbeschäftigung nicht mehr so klar sind. Und das hat dazu geführt, dass manche sich überfordert haben. Ich glaube, gerade in seelischer Hinsicht enorm wichtig, auch hier auf Zeichen zu achten. Reflexionsräume ist der nächste Punkt, den ich extrem wichtig finde. Ich habe gerade schon von diesen Schlüsselsituationen gesprochen. Oder auch, dass wir uns wirklich mal eine halbe Stunde Zeit nehmen, um über ein Kind oder eine Familie ins Gespräch zu kommen. Vielleicht ein Kind, das wir schon seit Wochen nicht mehr gesehen haben oder wo es beunruhigende Verhaltensweisen gibt. Finde ich sehr, sehr wichtig, dass Teamgespräche nicht nur diese 25 Tagesordnungspunkte haben, die abgearbeitet werden sollen, sondern dass wir uns sowohl formell, also mit einem bestimmten Thema, aber auch informell einfach Austausch, 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 wo immer es möglich ist, schaffen. Dann jetzt auf die Kinder bezogen, das kennen wir übrigens auch aus der Traumapädagogik. Also wir haben ja im Moment doch auch sehr herausfordernde Situationen, für manche Kinder mehr, für andere weniger.
Extrem wichtig ist es einerseits klare Strukturen und feste Rituale, gerade in Stresssituationen. Sehr, sehr wichtig. Kinder lieben Wiederholungen. Sie brauchen klare Abläufe, die für sie überschaubar und einschätzbar sind innerhalb dieser Strukturen. Und der nächste Punkt gehört eigentlich zu dem vorigen sehr eng dazu. Innerhalb dieser klaren Strukturen brauchen Kinder aber sehr viel Bewegungsmöglichkeiten und auch Kreativangebote. Oder man könnte sagen, klare Strukturen außenrum und innen große Freiheiten. Dieser Zweiklang, den kennen wir aus vielen anstrengenden Situationen, übrigens auch bei der ganzen Diskussion um geflüchtete Kinder. Genau dieser Zweiklang von Klarheit, von Transparenz, aber auch von Kreativräumen, vor allem Spiel- und Bewegungsräumen, ist sehr, sehr wichtig in diesen Krisenzeiten. Dann natürlich ist ein großes Thema, dass wir gerade von der fachlichen Seite einem zwar nicht in jedem Einzelfall immer sofort eindeutig, aber wenigstens konzeptionell eindeutige Haltung haben sollten. Wann ist es eben nur eine Schniefnase, wo das Kind durchaus die Kita weiter besuchen kann oder übrigens auch die Tagespflegestelle? Und wann ist es aber auch doch so, dass wir eben, Stichwort Hygieneregeln, das Kind nicht akzeptieren können in der Kita bei bestimmten Temperaturen, also Fiebertemperaturen selbstverständlich und auch anderen Anzeichen. Ich rate da übrigens, da wir ja nicht medizinisch kompetent sind, die Gesundheitsämter, die inzwischen klare Richtlinien haben oder auch die Kinder- und Jugendärzte bzw. deren Berufsverbände hier zu Rate zu ziehen, weil das natürlich wir uns da auf medizinischen Sachverstand beziehen müssen. Ich habe noch weitere Punkte, das Thema anlassbezogene Gesprächsangebote an die Eltern. Also gerade jetzt können wir uns nicht allein auf die Entwicklungsgespräche zurückziehen. Gerade jetzt, wo ja diese informellen Tür- und Angelgespräche deutlich erschwert sind oder sogar ganz wegfallen, sollten wir schon erste Anzeichen, dass hier Unruhe vorhanden ist oder auch, dass Eltern mit irgendwas nicht zufrieden sind, ernst nehmen im Sinne eben dieser Beschwerdeverfahren, wobei ich die, das klingt immer so furchtbar, Beschwerde klingt in Deutschland immer so, als ob die Hütte brennt. Ich meine auch kleine Anzeichen, wo wir merken, hier ist es doch sehr sinnvoll, mal mit den Eltern in ein ausführliches, halbstündiges Gespräch, übrigens gerne auch per Videokonferenz oder auch per Telefon, denn Präsenz ist das ja oft gar nicht mehr möglich, aber ich rate das ernster noch, als in Nicht-Pandemie-Zeiten zu nehmen. Dann ein Punkt, der sensibel ist, frühe Ansprache bei Fehlverhalten, Gewalt durch Fachkräfte. Nochmal, nicht nur Familien sind belastet, auch Fachkräfte sind belastet. Und natürlich müssen wir damit rechnen, dass es auch vermehrtes Fehlverhalten durch Fachkräfte gibt, also unprofessionelles oder nicht kindgerechtes Verhalten. Und da darf es keine Tabuisierung geben auf den unterschiedlichen Ebenen, sowohl was das Team betrifft, aber auch die Leitungsverantwortung natürlich. Auch Träger müssen hier klare Ansagen machen, dass das thematisiert werden muss, im Interesse der Kinder und Eltern natürlich, aber auch letztlich im eigenen Interesse, denn es ist ein sehr wichtiges professionelles Thema. Dazu gehört auch Mitarbeiterfürsorge. Ich glaube, nie war Leitung so wichtig wie in diesen Pandemiezeiten, dass wir eine wirklich leitende Leitung haben, die ihre Rolle auch ernst nimmt, insbesondere eben auch die Fürsorge für die Mitarbeitenden, den Kontakt zum Träger, aber auch in wichtigen Situationen natürlich als Schaltstelle den Eltern gegenüber, sehr, sehr wichtig. Dann das auch nochmal aufgeführt, Beschwerdeverfahren. Ich glaube, wenn nicht, wann dann, wenn nicht jetzt, sollten diese Beschwerdemöglichkeiten auch wenn sie nicht schon etabliert sind, erarbeitet werden und auch klar und transparent vermittelt werden, dass alle es kennen, übrigens ein bisschen zur Website der Kita, das muss man einfach nachlesen können und wissen, wie die Kita damit umgeht. Auch das institutionelle Schutzkonzept würde ich raten, spätestens jetzt anzugehen. Das kann man nicht in 2 Wochen machen, das braucht einen längeren Prozess, das ist ein eigenes Thema. Ich kann jetzt nicht vertieft darauf eingehen, aber ich rate es sehr ernst zu nehmen, gerade in diesen Zeiten brauchen wir es unbedingt. Letzter Punkt, den ich noch hinzugenommen habe, weil es mir immer wieder auch so mitgeteilt wurde, wie doch leider aus Sicht der Einrichtung sehr uneindeutige und unverständliche Infos seitens der Politik geliefert werden. Natürlich, ich meine, wir können da nichts dran ändern, da können wir immer nur anderen gegenüber, also den politisch Verantwortlichen gegenüber uns äußern. Aber natürlich unterstütze ich das sehr, dass wir da auch möglichst viel Klarheit und auch möglichst viel Vorlauf. Es ist in diesen Pandemiezeiten schwierig natürlich, manches muss ja schnell gehen, aber manches ließe sich schon ändern,
schon, was die Form der Kommunikation angeht. Da ist, glaube ich, enormer Nachholbedarf. Und ich habe hier eine letzte Folie. Wir haben noch 3-4 Minuten. Ich habe tatsächlich auch mal einige politische Ansatzpunkte hier noch mit hineingenommen, also Reformbedarf in Deutschland. Natürlich bin ich der Auffassung, dass wir diesen Kinderrechtsansatz quer zu allen Bereichen, wo es um Kinder geht, umsetzen sollten. Das Stichwort Armut, und zwar auch Bildungsarmut und auch gesundheitliche Benachteiligung, weil es ist ganz klar, die Schere wird auseinandergehen durch diese Pandemie. Da müssen wir und muss die Politik, aber auch wir als Gesellschaft unbedingt gegen arbeiten. Die digitale Infrastruktur, ich glaube, ich muss es nicht erläutern. Wir haben eine Menge gelernt alle, aber auch da sind wir noch lange nicht am Ende. Dann die Inklusion natürlich, also das SGB VIII soll ja in dieser Richtung weiterentwickelt werden. Ombudsbeschwerdestellen, überhaupt Beteiligungsstrukturen und dann die großen politischen Themen, Grundgesetz, das hatte ich ja mehrfach schon angesprochen. Und ich glaube auch, Stichwort Generationengerechtigkeit. Es hat kürzlich jemand sehr interessant ausgedrückt. Er sagte nämlich, wenn es allein um die Kindesinteressen gegangen wäre in den letzten Monaten, hätten wir Kitas offen lassen können. Da wäre nicht viel, bei den Kindern nicht viel passiert. Also es werden nicht massenhaft kranke Kinder oder gar gestorbene Kinder gehabt, sondern die Kinder, insofern war das ja auch vernünftig, hier Restriktionen vorzunehmen, haben eine große, letztlich Solidarität gegenüber den älteren Menschen gezeigt und wir schulden ihnen etwas zurück. Allerdings ist unser System, unser politisches System eher auf die ältere Generation hin gebaut. Bei der nächsten Bundestagswahl wird das durchschnittliche Wahlalter bei deutlich über 50 Jahren liegen. Also die Rente steht eigentlich im Vordergrund der Interessenskonflikte, nicht die Interessen der jungen Generation. Und eine Möglichkeit wäre tatsächlich an der Wahlaltersgrenze hier etwas zu drehen. Aber das ist weit in die Zukunft geschaut. Ich bin nur sicher, es wird eines der Themen sein, die uns in den nächsten Monaten und Jahren beschäftigen werden. Herzlichen Dank schon mal von meiner Seite, aber wir haben noch ein paar wenige Minuten. Also Bühne frei, Frau Küpper-Joksch und Frau Doll für mögliche Wortmeldungen oder auch Chatbeiträge. Also einmal, ich finde, es schließt sich gerade ganz gut an das, was Sie gesagt haben. Hier nochmal die letzte Meldung im Chat von Maria Montessori. Nicht das Kind muss sich an die Umgebung anpassen, sondern die Umgebung muss sich dem Kind anpassen. Das fasst ja nochmal gut zusammen, was Sie auch eben gesagt haben. Dann gab es noch ein paar ganz spannende Anmerkungen auch nochmal zu diesem Begriff Beschwerdemanagement, wie ich finde. Da haben wir, glaube ich, alle schon auch mehrere Diskussionen dazu mitbekommen. Hier wird eben auch nochmal vorgeschlagen, dass man ja auch unterschiedliche Begriffe verwenden kann, genauso wie Sie eben argumentiert haben für den Begriff Beschwerde, dass es dafür auch Argumente gibt. Wurde hier noch vorgeschlagen, Rückmeldung als Begriff zu verwenden anstatt Beschwerde, oder hat eine Kollegin geschrieben, dass sie das Wort Ereignismanagement verwenden. Bringe ich jetzt einfach nur noch mal so ein. Und dann kam noch mal im Chat auch so das Thema, dass Bewegung teilweise im Moment drinnen schwierig ist, da es oft mit Singen verbunden ist. Und naja, das passt ja auch noch mal zu den Herausforderungen dieser Zeit. Und ich bringe jetzt einfach noch ein drittes Thema mit ein, weil es jetzt wieder so ein bisschen den Schwank ganz zum Anfang macht. Da war nämlich mal eine Anmerkung im Chat, die finde ich auch noch mal jetzt sehr gut zu dem passt, worüber Sie eben gesprochen haben. Da haben Sie nämlich drüber gesprochen, dass es ja auch familiäre Spannungen geben kann, die eben auch wichtig sind zu erkennen. Und da hatte eine Kollegin eben auch nochmal aufgebracht, dass es ja teilweise eben im Moment auch schwierig zu erkennen ist, wenn das betroffene Kind oder die Kinder eben gar nicht in der Einrichtung sind. Ja, übrigens, ich bin ja mit dem letzten vielleicht gleich noch eine Anmerkung. Ich bin ja Mitglied im Bundesjugendkuratorium. Das heißt, wir beraten die Bundesregierung in kinder- und jugendpolitischen Fragen. Und eine Forderung, leider hört Politik nicht immer auf Beratung, aber eine Forderung von uns war, dass jedes Kind in Deutschland mindestens einmal pro Woche durch die für dieses Kind zuständige pädagogische Fachkraft, also in der Kita eben die Erzieherin, in der Schule die Lehrerin, der Lehrer, mindestens einmal einen persönlichen Kontakt, gerade wenn es nicht das Kind in die Kita geht oder in die Schule, also dann eben per Video oder Telefon. Bei den sehr jungen Kindern natürlich über die Eltern, aber schon bei den etwas älteren Kita-Kindern ist ja das auch direkt mit dem Kind möglich. Und zwar mit drei Aspekten. Natürlich der Bildungsaspekt, also was ist für das Kind zur Verfügung stehen, dass es auch Bildungsgelegenheiten hat. Aber auch das Thema Spiel, Freizeit und Freundschaften. Bewegung, sehr wichtig. Und ein dritter Punkt, dass jedes Kind und bei sehr jungen Kindern die Eltern mindestens eine Notrufnummer kennen. Das heißt, was kann ich tun, wenn es brennt?
an wen kann ich mich wenden, dass die Kinder selbst diese Möglichkeit haben, soweit sie eben schon altersmäßig dazu in der Lage sind. Aber auch die Eltern wissen, es gibt Notmöglichkeiten. Und das ist ja, auch das ist eine Beobachtung, inzwischen auch gar nicht mehr nur in den sogenannten Problemfamilien der Fall, sondern ich habe auch Familien erlebt, wo ich es nicht erwartet hätte, die sowas von an ihre Grenzen gekommen sind, dass tatsächlich sie in großer Not waren. Das muss ich nicht immer über Gewalt ausdrücken, aber es gibt ja auch andere Formen, dass die Beziehung völlig auf der Kippe steht, also die Paarbeziehung, und es nicht so sein müsste, dass da auch durchaus Möglichkeiten der Verständigung vorhanden wären. Ich glaube, dass gerade in diesen Situationen eben solche Notnägel extrem wichtig sind und alle sollten darüber Bescheid wissen. Ja, hier sind jetzt gerade noch einige Fragen im Chat aufgekommen. Aufgrund der Zeit können wir, glaube ich, leider nicht mehr auf alle eingehen. Es ging noch mal einmal um Partizipation in heilpädagogischen Gruppen bei Kindern mit Behinderung. Eine Frage, auf die sollten wir vielleicht noch mal kurz eingehen. Es geht darum, was Sie eben noch mal gesagt haben, dass die Kitas ja hätten eventuell auch aufbleiben können. Hier fragt noch mal jemand, ob Sie meinen, dass Kinder nicht schwer an Corona erkranken könnten und dann eben ihre Angehörigen infizieren könnten und ob es nicht sein könnte, dass dadurch noch größerer seelischer Schaden verursacht werden würde. Also vielleicht dazu mein Kenntnisstand. Ich bin ja auch kein Mediziner oder gar Virologe, das wissen Sie natürlich. Mein Kenntnisstand ist der, und ich bin relativ gut informiert, dass tatsächlich die Erkrankungsrate von Kindern sehr gering ist, die Todesrate absolut gering. Ich glaube, es geht um 1, 2, 3 Kinder in Deutschland. Schwere Erkrankungen bei Kindern natürlich ein bisschen mehr. Je älter die Kinder werden, desto häufiger natürlich, aber nicht vergleichbar mit Erwachsenen. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt allerdings, und der ist jetzt gerade in jüngster Zeit doch mal bedeutsam geworden, wir wissen, dass Kinder durchaus anstecken können, also andere und natürlich auch Erwachsene anstecken können, also ansteckend sind, auch ohne Symptome zu zeigen. Und da scheint eine besondere Situation auch gegeben durch diese neue englische Mutante, dass tatsächlich Kinder jetzt einen größeren Faktor, immer noch deutlich geringer als Erwachsene, das muss man klar sagen. Insofern ist es völlig berechtigt zu sagen, Kitas sollten als Letzte schließen, als Erste wieder öffnen. Aber es scheint so zu sein, dass sich doch hier ein bisschen etwas leider zu Ungunsten der kindlichen Interessen verlagert hat. Das heißt, eine gewisse Vorsicht ist schon angeraten. Aber auch hier heißt das nicht unbedingt, dass die Kitas geschlossen werden müssen, sondern eben eine bestimmte, es gibt ja auch im Zwischenbereich da eine Menge an Möglichkeiten, um die Risiken möglichst gering zu halten. Okay, unser Kollege Carsten Herrmann hat dazu gerade auch nochmal einen Link in den Chat gestellt. Und ich fürchte, aufgrund der Zeit müssen wir jetzt leider zum Ende kommen. Ein sehr, sehr spannendes Thema, wo wir heute wieder sehr viel von Ihnen gelernt haben, Herr Maywald. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen. Und natürlich auch bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Wir können das Thema auf jeden Fall auch in unserem Forum weiter diskutieren. Wir freuen uns darauf, wenn Sie sich dort einbringen und werden auch darauf eingehen. Und wir bedanken uns bei allen, die heute dabei waren und auch dafür, dass Sie sich so intensiv eingebracht haben. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns noch ein kurzes Feedback über den Link geben, den meine Kollegin Frau Doll ja eben schon geschickt hat und den Sie auch in der Mail schon erhalten haben. Am 27.04. gibt es den nächsten Zoom-Vortrag bei uns von Katrin Lattner zum Thema Kita und Corona zwischen Krise und Chance, Ansätze zur Selbstsorge und Teamresilienz in schwierigen Zeiten. Melden Sie sich gerne wieder an. Wir freuen uns auf Sie und ich hoffe, dass wir bald auch wieder was mit Ihnen, ja, Professor Maywald, zusammen machen können. Ich finde das immer sehr, sehr bereichernd und herzlichen Dank an Sie und auch an alle, die heute unterstützt haben. Meine Kollegin Frau Doll, Herr Herrmann hat sich auch noch mal eingebracht und herzlichen Dank und bleiben Sie gesund. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Vielen Dank auch von meiner Seite. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Tschüss.